Hallo People, euer Cloud Gaming Dealer des Vertrauens ist wieder am Start und bringt euch neueste Spiele für GeForce Now. Nämlich am heutigen Donnerstag, den 19. September, gibt es wie immer jeden Donnerstag bei mir hier auf meinem Cloud Gaming Kanal die neuesten Spiele für Nvidias Cloud Gaming Dienst GeForce Now. Mit dabei habe ich heute 6 Spiele und eine Demo. Und ich muss sagen, die Spiele sind alle top bewertet, also alle mehr als 80 Punkte bei Metacritic.com. Aber eins davon kann man gar nicht in Deutschland spielen. Das ist total ärgerlich, deswegen habe ich es auch nicht in den Titel und nicht aufs Thumbnail gepackt. Aber ich werde euch natürlich davon berichten, wir werden es diskutieren müssen. Vielleicht auch ganz zum Schluss in meiner Meinung zu dem heutigen Video. Bleibt also definitiv bis zum Schluss dran. Und falls ihr euch Hoffnung gemacht habt, dass vielleicht EA Sports FC 25 neu hinzukommt zu GeForce Now, nein. Ja, das Spiel erscheint noch nicht am 20. Es wird erst die Early Access Phase starten, also der Frühzugriff zum Spiel. Aber nein, auch das wird nicht bei GeForce Now erscheinen. Stand jetzt. Also, für Überraschung bin ich immer zu haben, aber ich glaube nicht dran. Also aus Erfahrung der letzten Jahre, da ist kein Spiel, ehemals FIFA oder jetzt FC, bei GeForce Now gelandet. Ziemlich schade eigentlich. So, jetzt höre ich ja auf, dumm rumzulabern. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein ins Intro und dann viel Spaß mit dem heutigen Video. Ach so, ich bin Helmut. Los geht's. Ab Freitag, den 20. September, ist das brandneue Frostpunk 2, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten Survival City Builders bei GeForce Now, spielbar. In dem bereits jetzt mit 86 Punkten bei Metacritic.com stark bewerteten Frostpunk 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle eines Anführers, der seine Stadt durch eine eisige, postapokalyptische Welt führen muss. Diesmal dreht sich alles um das schwarze Gold Öl. Ihr müsst nicht nur eure Bürger am Leben halten, sondern auch schwierige Entscheidungen treffen, die das Schicksal eurer Siedlung bestimmen. Erwartet ein komplexes Moralsystem, politische Intrigen und jede Menge Herausforderungen, die euch an Grenzen bringen werden. Frostpunk 2 kann entweder über Steam oder aber über die Xbox-Integration und damit aktuell auch über den Game Pass gespielt werden. Der reguläre Preis liegt bei 44,99 €, aber sicherlich wird es in Zukunft auch einige Rabatte oder Sonderangebote, vor allem bei Steam, geben. Wenn ihr also auf der Suche nach einem tiefgründigen und anspruchsvollen Survival-Erlebnis seid, solltet ihr Frostpunk 2 definitiv im Auge behalten. Und da ist das Ding. Nachdem die Demo von Final Fantasy 16 bereits via Steam und Epic auf GeForce Now gespielt werden kann, kommt das mit einem 87er Metascore bewertete Spiel nun über die gleichen Stores auch in der Spielversion zu GeForce Now. Final Fantasy 16 entführt euch in das düstere und actiongeladene Reich Valestea, wo ihr in die Rolle von Clive Rosefield schlüpft, einem jungen Krieger, der auf einem Rachefeldzug aus ist. Das Spiel bietet euch eine epische Geschichte voller politischer Intrigen, dramatischer Schlachten und tiefgründiger Charaktere. Das Kampfsystem ist rasant und dynamisch und ihr könnt euch auf spektakuläre Echtzeitkämpfe gegen furchterregende Monster und mächtige Esper freuen. Die Esper sind nämlich magische Wesen, die Clive im Kampf beschwören und auch kontrollieren kann, um dann zum Beispiel verheerende Angriffe zu entfesseln. Ich wünsche euch viel Spaß bei den vielen, vielen Stunden in Final Fantasy 16. Stellt euch vor, ihr könntet in die Seiten eines lebendigen Märchenbuchs springen. Genau das erwartet euch in The Plucky Squire. Dieses bezaubernde Action-Adventure lässt euch nahtlos zwischen 2D- und 3D-Welten hin und her wechseln, während ihr den tapferen, knappen Jod auf seiner Reise begleitet. Seit dem 17. September könnt ihr euch in dieses einzigartige Abenteuer stürzen, das euch mit cleveren Rätseln, spannenden Kämpfen und einer herzerwärmenden Geschichte fesselt. Erlebt, wie Jod die Seiten seines Buches verlässt und eine völlig neue Dimension entdeckt. Für gerade mal 29,99 € auf Steam könnt ihr euch dieses fantastische Spielerlebnis sichern. Auf Steam hat The Plucky Squire bereits eine sehr positive Resonanz und auch auf Metacritic gibt es eine tolle 84er Bewertung. Taucht ein in eine Welt voller Magie und Fantasie, in der ihr die Grenzen zwischen Buch und Realität überschreitet. Jetzt über Steam bei GeForce Now. Und wieder eine neue Demo für GeForce Now. Über Steam kann ab sofort kostenfrei die Demo von Romancing Saga 2
Revenge of the Seven angespielt werden. In dem Spiel übernehmt ihr das Ruder eines Imperiums, das von Generation zu Generation weitergegeben wird und stellt euch der Herausforderung, die sieben Helden zu besiegen, die einst die Welt beschützten, nun aber zu einer Bedrohung geworden sind. Dieses Remake des klassischen JRPGs bietet euch eine fesselnde Geschichte, rundenbasierte Kämpfe und ein einzigartiges Charaktersystem, das euch erlaubt, eure Gruppe nach euren Wünschen zu formen. Erkundet eine riesige Welt, rekrutiert neue Verbündete und entwickelt eure Fähigkeiten, um den sieben Helden entgegenzutreten. Romancing Saga 2 Revenge of the Seven erscheint am 24. Oktober und wird auch in der Vollversion dann für GeForce Now erscheinen. Auf Steam könnt ihr das Spiel bereits jetzt für 49,99 € vorbestellen, aber mein Tipp, spielt doch am besten erst die Demo an. Das fesselnde Rollenspiel The Legend of Heroes Trails Through Daybreak entführt euch in das Jahr 1208, wo ihr in die Rolle von Van schlüpft, einem mysteriösen Profi des Untergrunds, der jeden Auftrag annimmt. Bereitet euch darauf vor, als Detektiv, Verhandlungsführer oder Kopfgeldjäger durch die Straßen der Hauptstadt Edith zu streifen. Erlebt eine packende Geschichte voller Intrigen, politischer Machenschaften und unvergesslicher Charaktere. Das Kampfsystem ist dynamisch und taktisch, sodass ihr eure Fähigkeiten und Strategien anpassen müsst, um in den rundenbasierten Kämpfen zu bestehen. The Legend of Heroes Trails Through Daybreak ist bereits seit dem 23. März 2023 auf Steam verfügbar, kostet aktuell knapp 60 €, hat einen 84er Metascore und kommt jetzt zu Nvidias Cloud Gaming Dienst GeForce Now. In Rekka schlüpft ihr in die Rolle einer Kräuterhexe und reist durch eine von der Folklore des 19. Jahrhunderts inspirierte Landschaft. In den dichten Wäldern, weiten Feldern und mystischen Sümpfen sammelt ihr magische und alltägliche Zutaten, um Heilmittel und Zaubertränke für die Dorfbewohner herzustellen. Euer Zuhause ist ein selbstgebautes, auf Hühnerbeinen stehendes Häuschen, das ihr nach Belieben gestalten könnt. Die Besonderheiten des Spiels umfassen eine vollständig anpassbare Hexe, prozedural generierte Landschaften und die Möglichkeit, Tiere zu zähmen, die euch auf euren Abenteuern begleiten. Das Spiel erschien am 12. September 2024 via Early Access auf Steam und kann nun bei GeForce Now gespielt werden. Für Rekka müsst ihr 17,99 € im Steam Shop ausgeben. Momentan liegen knapp 700 sehr positive Rezensionen vor. Und abschließend ein Neuzugang für GeForce Now, welcher jedoch in Deutschland nicht verfügbar sein wird. Ich rede von Dead Rising Deluxe in der Remaster-Version, welche am 18. September erschienen ist. Das Remaster der Ursprungsversion von 2006 enthält aufgehübschte Grafik inklusive verbesserter Charaktermodelle, Licht- und Schatteneffekte in Echtzeit und auch Support für 4K-Auflösung mit 60 FPS. Ja, und außerdem gibt es sogar verschiedene Quality-of-Life-Änderungen. Eigentlich. Tja, weil eigentlich müsste es ja auch in Deutschland erscheinen, tut es aber halt nicht. Und warum erscheint der mit einem 83er Metascore bewertete Zombieslasher nicht in Deutschland? Nun, die Ursprungsversion ist indiziert. Und da die Neuauflage rechtlich gesehen als inhaltsgleiches Produkt gilt, kann es Capcom einfach nicht in Deutschland veröffentlichen. Danke für nichts. Leute, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Geschichte mit Dead Rising in der Deluxe-Version jetzt mit dem Remaster? Also ja, wenn das Ursprungsspiel indiziert war und du machst einen Remaster davon und sieht einfach nur besser und schöner aus, dann ist mir das schon klar, dass das immer noch genau dasselbe Spiel ist. Aber warum ist es denn immer noch auf einem Index? Warum ist es indiziert nach all den Jahren? Warum wurde es damals überhaupt indiziert? Ich weiß es nicht. War ich damals überhaupt nicht drin in dem Genre? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Und vielleicht kennt ihr ja auch eine Lösung, wie ihr das Ganze trotzdem spielen könnt. Über Steam in Deutschland wird es definitiv nicht gehen. Vielleicht wird es in Zukunft über eine andere Store angeboten. Ich glaube, bei GOG gibt es doch so einen kleinen Workaround, wie man drumherum sich lavendeln kann und dann doch diese Spiele hier in Deutschland spielen kann. Also ja, nichts, dass ich euch anstiften will, aber hab ich mal gehört, würde ich mal so sagen. Was ist denn euer Highlight in dieser Woche? Ist es die Demo oder ist es Final Fantasy 16? Ich glaube, letzteres trifft wahrscheinlich eher zu. Oder steht ja eher auf Frostpunk zu? Wie immer, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Macht mich schlau zum Thema Dead Rising, da bin ich wirklich nicht up to date. Macht aber nichts. Ihr seid da vielleicht richtig gut drauf. Das war's von meiner Seite. Heute hier am Donnerstag, den 19. September. Ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video dabei seid. Bis dahin, peace out und ciao. Ich glaube, ich habe ein bisschen schnell gesprochen heute. Naja, muss auch mal sein.
Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.